Die Übung dieser Woche ist der Seestern. Der Seestern ist eine Übung, mit der ihr hervorragend den Schultergürtel kräftigen könnt, die Schultergelenke kräftigen könnt, mit der ihr euren Rumpf stabilisieren könnt und das vor allen Dingen in rotatorischer Art und Weise, was fürs Laufen sehr, sehr wichtig ist. Ausgangsposition ist die Liegestütze. Ich zeige es euch einfach mal mit ein, zwei Varianten dazu. Liegestützposition. Der erste Schritt ist, dass ihr euren Rumpf zur Seite dreht, in meinem Fall auf den rechten Arm, dass die Füße auf der Innen- bzw. auf der Außenseite zu liegen kommen. Das heißt, ihr solltet schauen, dass ihr Platz zwischen euren Füßen habt und eine etwas breitere Basis habt. Dann geht der Arm direkt Richtung Himmel. Dann kommt ihr langsam koordiniert wieder zurück und wechselt auf die andere Seite. Wichtig ist, dass ihr das langsam macht und den Hin- und Rückweg gut koordiniert haltet. Eine Variante, ihr geht in die Seesternposition, die Handfläche in der oberen, vom oberen Arm schaut nach vorne und ihr lasst bei gestrecktem rechten Arm die Hüfte ganz nach unten sinken und drückt euch wieder hoch, seitliches Hüftheben. Es geht wieder kontrolliert in die Liegestützposition und wechselt zur anderen Seite. Hüfte sinken lassen und wieder Hüfte heben und wieder kontrolliert in die Liegestützposition. Nochmal steigern könntet ihr das. Seesternposition kombiniert mit seitlichem Hüftheben. Kontrolliert Liegestützposition, Liegestütze und dann die andere Seite. Was ist eure Variante? Probiert's aus. Viel Spaß.